meine Ausbildung bei der ATM gemacht. Die ATM hat ihren Hauptsitz in Bad Bramstedt. Und es finden im Rahmen der Ausbildung einmal im Monat Präsenzseminare statt, also reine Wochenendseminare. Die finden in der Regel an deutschen Universitäten statt. Also zum Beispiel Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, aber natürlich auch München, Köln, Stuttgart und noch viele weitere. Und dann gibt es außerdem Blog-Seminare, die finden an verschiedenen Standorten statt, in Bad Bramstedt für den Norden, aber auch noch andere Standorte für das restliche Deutschland. Ja, es wird auch sehr viel online angeboten und es gibt Praktika. Mittlerweile werden auch Praktika an Hospitationsstätten angeboten, also Tierheilpraktiker, die ihre Ausbildung absolviert haben, Prüfung bestanden haben und dann auch bereits über 2 Jahre Berufserfahrung verfügen. Die können angehende Tierheilpraktiker mal für einen Tag zu sich in die Praxis nehmen, sodass die dann auch ein bisschen so den Tierheilpraktiker-Alltag kennenlernen können. Die ATM gehört sicherlich immer noch zu den anspruchsvollsten Schulen. So habe ich zum Beispiel einmal von einer Referentin gehört, die also Praktika leitet, dass ein Praktikant nicht zum Praktikum erschienen ist. Er hatte sich auch gar nicht weiter abgemeldet, er ist einfach nicht zum Praktikum gekommen. Und dann hatte sie von einer Kundin, einer Patientenbesitzerin gehört, ja, dieser Herr ist bei einer anderen Schule aufgetaucht. Und da war halt die Referentin doch recht erstaunt, weil das Übliche ist eigentlich oder das Gängigere ist einfach, dass Schüler eher von anderen Schulen zur ATM wechseln und nicht umgekehrt. Und hat sich herausgestellt, nein, dieser besagte Schüler ist also nicht als Schüler zu der anderen Schule gewechselt, sondern als Referent, als Lehrer. Also es gab zumindest früher 3 Praktika, Praktikum A, B und C. Und natürlich kann es sein, dass er vielleicht Praktikum C gefehlt hat. Nichtsdestotrotz hat er, und vielleicht hat er dann auch schon sämtliche Wochenendseminare absolviert, aber er hat weder die Prüfung bestanden, noch verfügt er über irgendwelche Erfahrungen als Tierheilpraktiker. Und so jemand unterrichtet. So und so etwas würde bei der ATM einfach nicht vorkommen. Bei der ATM unterrichten hauptsächlich Tierärzte. Und jetzt bei den im Rahmen der Naturheilverfahren unterrichten auch Tierheilpraktiker. Die Ehefrau einer meiner Kollegen, der mit mir die Ausbildung absolviert hatte, die war einmal einen Tag, also die ist Tierärztin, und die war mal einen Tag mit bei den Wochenendseminaren und sie war sehr erstaunt, was also da für Themen bearbeitet worden sind und durchgenommen worden sind und auch sie war auch über das Tempo erstaunt. Also, wenn Sie Tierheilpraktiker werden möchten, dann suchen Sie sich eine richtige Schule aus und fallen Sie bitte nicht auf solche Vorschläge herein, weiß ich nicht, Tierheilpraktiker in 14 Tagen, irgendwie Fernstudium, das kann nicht funktionieren. Damit ist Ihnen nicht gedient und den Tieren schon mal gar nicht.